Willkommen zurück zum Let's Play Super Mario World. Ja, ich habe jetzt das Problem gefunden, warum sich meine Stimme die letzten zwei Parts so seltsam angehört hat. Nämlich, ich habe mir jetzt angewöhnt, etwas lauter zu sprechen. Das heißt, ich habe, bevor ich mir das angewöhnt habe, meine Stimme immer fünfmal, von meiner Stimme die Lautstärke fünfmal erhöht. Und dadurch, da ich mir jetzt das lautere Sprechen angewöhnt habe, hört sich das jetzt schräg an. Also wenn ich es jetzt nur noch viermal verstärke, dann ist meine Stimme eigentlich recht okay, habe ich das Gefühl. Okay, wir sind Welt 3, Level 1 haben wir hinter uns und wir sind jetzt anscheinend in einem Wasserlevel. Ja, wir fangen direkt an. Ein Cola-Fisch. In diesem Level sind viele Schildkröten. Nein, in diesem Level gibt es den Geheimgang zum roten Schalterpalast. Den werde ich euch zuerst zeigen, dann erst den normalen Eingang, weil der zum roten Schalterpalast ist um einiges kürzer. Ja, hier sehen wir Fische. Wo ich klein war, haben sie mich immer an diese Cola-Gummibärchen erinnert. Die gibt es ja auch immer noch von Haribo oder so. Keine Ahnung. Ja, Schildkrötenpanzer. Alles klar. So, jetzt wird schwierig, das mir mitgebracht. Ja, es war schwierig. Meines Wissens nach kommt der nächste Pilz. Ja, gut. Ja, okay. Ja, jetzt müssen wir hier links nach oben. Okay, Moment. Den Anlauf nehmen. Den ich irgendwie nicht hinkriege. Okay. So, dann muss ich den Powerschalter jetzt hier durchnehmen. Drauf springen. Über diese Schlucht hinüber. Hier rein. Yoshi-Münze, nicht zwingend nötig. Schlüssel nehmen. Schlüssel auch auswendig machen. Und den Schlüssel hineinstecken. Das ist jetzt der Geheimgang zum roten Schalterpalast. Der jetzt hier ist. Roter Schalterpalast. Also. Oh nein. Ja. Wie soll ich es jetzt machen? Soll ich auf Geschick setzen oder auf Kamikaze? Kamikaze ist lustiger. Hui! Nie, lass mich. Achso. Wow, okay. Ja, roter Schalterpalast und roter Schalter schon in Sicht. Der drückt. Also, Schalterpalast. Die Power dieses Schalters, den du gedrückt hast, wird diese rot umrandeten Vierecke in rote Ausrufezeichen umwandeln. Und den Rest konnte ich nicht übersetzen, weil das für mich zu schnell ging. Ja, wir speichern. Und jetzt kann ich euch gleich einen Geheimgang zeigen, in diesem Level, der zu diesem Stern links oben führt. Moment. Der ist circa bei der Hälfte des Levels. Also wer vorhin aufgepasst hat, hat an einer Stelle, die jetzt gleich kommen wird, ein paar rot umrandete Vierecke gesehen. Nämlich diese hier. Die waren vorher nur umrandet. Übrigens, wenn man hier dagegen springt, kriegt man nichts. Die waren vorher ja umrandet. Und die sind jetzt ausgefüllt. Dann hier gibt es eine Kletterpflanze nach oben. Und rechts im Bild sehen wir schon diesen Schlüssel. Und ab ins Schlüsselloch. So, das ist jetzt der Geheimgang zu dem geheimen Level. Das hier hochführt. Also, können wir jetzt nach links? Nein, können wir nicht. Also, das Vanillengeheimnis 1. Jetzt werden wir erfahren, warum Vanille so gut schmeckt. Na, das habe ich schon mit Donut gemacht. Oh. Naja. Okay. Also dieses Level ist ziemlich in die Höhe gezogen. Das besteht zu 50% aus nach oben springen. Oder sterben. Ja, Versuch Nummer 2. Oh.
Ja, diese Bohnenstangen sind irgendwie elastisch und mit denen kann man dann irgendwie nach oben springen. Ja, hier ist eine Münze drin, also noch mehr, aber ich habe jetzt keine Lust, alle Münzen hinauszuholen. Ja, Vorsicht ist die Mutter der kurzen Langkiste. Oder der Spieler von Super Mario World. So. Okay, alles klar. Bis jetzt läuft es noch relativ gut. Ja, den Geheimgang zur Sternwelt können wir hier leider nicht machen, weil wir dazu den blauen Schalter bewältigen müssen. Und der ist erst in... Okay. Und der ist erst in Land 5 freispielbar. Okay. 17 Sternpunkte. Vanillengeheimnis 1 geschafft. Und jetzt werden wir uns an die Oberfläche begeben. Ja, warum werdet ihr gleich sehen. Hier, diese Röhre führt nach oben. Ja, wir sind wieder an der Oberfläche, in der Nähe vom Donutland, auf dem großen Berg. Und diese Richtung lang geht's zu einer Burg. Also, wir werden gleich dieses Level hier bewältigen. Och nö. Ja, dieses Level ist das reinste Chaos, soweit ich das in Erinnerung habe. Hier springt einfach alles Mögliche durch die Regen. Und mit einem Yoshi bewaffnet werden wir uns... Fail. Okay. Also, Versuch 2. Also schon der Anfang verrät nichts Gutes. Wäre vielleicht gut gewesen, noch irgendwelche Federn oder sowas mitzubringen. Aber das haben wir im Moment nicht. Aber wir können uns welche holen, indem wir Folgendes machen. So eine Schildrute einstecken. Und die nur wegzuschneiden. Nee, schmal. Nein, und die Yoshi. Ja, das gibt's doch nicht. Bleib stehen. Nein! Okay. Also. Yoshi holen. Jetzt krieg ich an das ganze System ran. Oh, nee, doch nicht. Nein, bleib stehen. Ah, doch. Das funktioniert. Hat nicht funktioniert. Ja, super. Das hat jetzt sehr gebracht. Also dieses Level kann ich nicht erleiden. Weil man hier absolut keine Ahnung hat, wann, wo was kommt. Und weil der Yoshi wegkommt. So. Jetzt sind wir ohne alles in dieses Level gegangen. Und halten uns bis jetzt erstaunlich gut, meiner Meinung nach. Also im Gegenteil, also wenn man diese vorherigen Versuche in Anbetracht zieht. Hä? Nein! Game over! Ich habe nicht aufs Leben geschaut. Das ist schlecht. Ja. Okay. Ja, wie ihr seht, startet man, soweit man Game Over ist, beim letzten Speicherpunkt. Der wäre hier. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal ein Level, zwei Level nochmal machen. Die mache ich aber am besten offscreen, weil ich glaube, dass es euch bestimmt langweilt, dieselben Level nochmal zu sehen. Ich gehe jetzt nochmal kurz hier zurück, um nochmal alles nachzuschauen, ob wir wirklich alle Geheimgänge hier gefunden haben. Ja, sieht so aus. Moment. Ja, und hier sehen wir die Bosseburg, die uns zum Schluss noch Kopfzerbrechen bereiten wird. Besonders der Endboss, den habe ich bis heute noch nicht geschafft. Naja, man wächst mit seinen Herausforderungen, hoffe ich. Okay, also ich werde jetzt offscreen dieses Level, also so weit machen wie vorhin. Und ja, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.